Herzlich willkommen zurück zu. Ich wollte jetzt eigentlich sagen Resident Evil, aber ich lege ja so ein kleines Dings davor, wo das ja schon gesagt wurde. Ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Das habe ich jetzt eben gerade bloß vergessen. Verzeiht mir. Und ich habe schon mal das ganze Zeug da, was noch hinten beim Labor war, habe ich jetzt mal alles hierher gebracht. Deswegen will ich jetzt eben das schnell nochmal speichern. Tut mir leid, das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch machen, aber habe ich vergessen. Weil ist ja nicht so interessant, wenn er zuseht, wie man speichert. Weil jetzt gleich ein Bosskampf kommt, und falls ich sterbe, will ich nicht das alles nochmal offscreen machen. Das ganze Zeug da. Also man muss ja immer. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so viel Heilung brauchen überhaupt. Keine Ahnung. Aber ich hab's erstmal nachgerückt. Sicherheitshalber. Ja, das letzte Mal hatten wir ja den Schlüssel betätigt und dann ist hier das hier hochgekommen. Jetzt gucken wir mal, was hier so ist. Ja. Ja, hier ist ein Schaltpult. Sonst nichts? Nö. Nee. Okay. Dann drücken wir den mal. Cutscene. Wo sind wir jetzt gelandet? Ich mag es ja nicht so, wenn wir richtig tiefer runter müssen. Nach unten ist immer scheiße. Da hinten glänzt was. Hier ist eine Tür. Auf dieser Tür steht Sicherheitsraum. Hier brauchen Sie nicht zu suchen. Woher willst du das wissen? Wo geht's da hin nochmal? Ah, die war glaube ich auch noch zu. Hier brauchen Sie nichts zu suchen. Also hören Sie mal. Das hört sich ja an, als wenn das irgendeine Person zu mir sagt. Katzim. Don't shoot. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, all right. Just be careful. I never saw him again. Ja, weil er wahrscheinlich hier drauf gehen wird. So, wir wollten mal gucken, was das hier ist. Dieses Objekt, ja, da möchte ich gerne. So, jetzt rüste ich aber schon. Wieso habe ich denn die Farbbänder mit? Oh, nee. Okay, Moment mal. Schlüssel lasse ich erstmal hier. Und leg mir die Farbbänder da vorne hin. Ich weiß nicht, wo ich heute meinen Kopf schon wieder habe. Aber die würde ich dann gerne nach dem Bosskampf wieder mitnehmen.
Weil mehr Farbbänder haben wir nicht. Dann würde ich auch gerne schon mal die Magnum ausrüsten. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Ich hoffe mal, dass der mir nicht so viel Schaden macht. So, jetzt nehme ich den Schlüssel. Der Schlüssel, den braucht man nicht untersuchen, da steht auch nichts weiter. Der ist, glaube ich, früher habe ich gedacht, hier für die Tür gleich, aber das wäre ja zu leicht gewesen. Ne, der ist da hinten, um den Fahrstuhl zu aktivieren. Und dann geht, glaube ich, hier hinter uns ein Tor runter und dann kommen wir nicht mehr dahin. Da hinten allerdings kommen wir später nochmal, aber weiß jetzt auch nicht mehr genau wie. So. Dann werde ich mal gucken hier. Hier, scheinbar Aufzug aktivieren. Da ist ein Schlüsselloch, genau. Und komischerweise haben wir ja zufällig gerade einen Schlüssel gefunden. So, Aufzug wurde aktiviert. Und jetzt kommt eine Cutscene. Und dann müssen wir uns schon wieder rumprügeln. Hier bin ich damals beim ersten Mal übrigens gestorben. Und zwar ist es der Tyrant. Sieht der hässlich aus, ey. Also bestimmt ein 2 Meter Mann genommen dafür, wa? Boah, bist du hässlich. Ja, und die Magnum sollte ihn eigentlich mit, weiß nicht, 6 Schuss oder so. Jetzt seht ihr, jetzt geht das Tor zu. So. 4, 5, 6. Jetzt müsste er tot sein. Oder wer weiß, vielleicht steht er ja nochmal auf. Ja, jetzt ist er erstmal erledigt. Und der Fahrstuhl ist komischerweise da. So, wir werden mal die Magnum nachladen. Da hatte ich recht, 6 Schuss. Puh. Naja. So, 8. Farbbänder haben wir. Okay, können wir wieder abziehen. Jetzt überlege ich gerade. Die Farbbänder sollte ich vielleicht erstmal hier im Fahrstuhl lassen. Wäre eine gute Option. Lassen wir die erstmal hier liegen. Ich hoffe mal, dass der nicht kaputt geht oder so. Aber wir wissen ja auch, dass wir an jeder Schreibmaschine eigentlich Farbbänder finden. So, Ebene 1. Wo sind wir? In der Ebene 3. Dann fangen wir mal mit Ebene 4 an. Oh, Cutscene. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Ja, der ist eindeutig krank, glaube ich. Dass er sich dazu schleimen lässt, freiwillig. Aber ihm tun die Dinger nichts, die überhorchen ihn ja. Das ist ja das Komische. So, ich hoffe mal nicht, dass hier jetzt, also... Oh, Cutscene, schon wieder. Das war ja mal eine richtig schöne
Kazim. Hat mir gefallen. Tja, da ist der Fahrstuhl. Aber wir gehen mal hier. Ich glaube nicht. Sie stand ja in die Richtung. Nee, ist nicht der Fahrstuhl. So, Benzinkanister. Tue ich nur anklicken, damit ich weiß, dass hier noch einer ist. Nimm ihn aber, kann ihn ja sowieso nicht mitnehmen. Den einen Platz, den ich noch habe, will ich jetzt nicht unbedingt. Haben wir denn schon die Waffe gewechselt? Oh nein! Da hätte ich ja jetzt die gute Dings verschwendet. Was haben wir denn hier? Fahrstuhl. Da ist noch ein grünes Kraut. Zweier sogar. Liegt hier irgendwas in der Ecke? Das sieht so aus. Oh, Muni. Ja, jetzt hätte ich die Farbbänder eigentlich mitnehmen können. Die nehmen wir natürlich gerne. Ich sollte hier speichern, weil der Bosskampf war jetzt zwar nicht gerade schwer gewesen, aber ich bin froh, dass ich ihn gleich geschafft habe. Also ich hatte ihn damals echt schwer in Erinnerung. Der ist richtig ausgeflippt. Und hat mich total nieder, weil er mich so in der Ecke gedrängt hat. Und dann hat er mir immer mit seinen ekligen Armen da voll eine gebratzt. Ja. Bis ich tot war. So, die Farbbänder legen wir aber hier wieder hin. Wenigstens einen Platz wollen wir uns frei halten. So, was ist denn hier? Da blinkt auch noch was da unten. Oder war es schon wieder eine Spiegelung? Was haben wir hier? Scheißstuhl. Der ist festgeklebt. Können wir da nichts? Nee, da können wir nichts. So. Ja, vielleicht hier. Hallo, lass mich doch mal. Stromzufuhr für den Dammbereich. Punkt Stromzufuhr angegeben. Angeben. Jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln. Ja. Machen wir mal den. Ah, sieht ja schon mal gut aus. Dann, dann den hier. Bis zu 2. Der hier, glaube ich. Ja. Ich glaube, das hatte ich damals auch nicht beim ersten Mal geschafft. Ich glaube, weil ich mir das nicht richtig durchgelesen habe. Und jetzt haben wir wieder Saft. Das ist ganz schön große Anlage. Boah. So, anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Ja, schön. So, und trotzdem, kann ich nicht verstehen, sind das die Farbbänder? Seht ihr das jetzt hier ganz rechts? Als wenn das da so am Fenster ist oder so. Aber da war ja nichts. Na egal. So, die Kräuter hebe ich mal kurz nur an. Nimm die aber nicht mit. War hier nicht vorhin 2? Ach, das Spiegelbild davon. Ach, Mann. So, haben wir hier noch irgendwas in der Ecke? Nein. Ja, jetzt nehme ich mal an, dass wir mit dem Fahrstuhl fahren müssen. Auch nicht schon wieder runter. Ich mag nicht nach unten. Stirb! Los! Fallen sie ja um.
schnell Muni nachladen. Ja, die kommen da bestimmt alle hierher. Boah, der lebt doch noch. Nein, Rebecca! Den! Oh! Hat sie noch den Falschen anvisiert? Boah, Alter! Was haben die hier unten gemacht, alle? Party? So, war jetzt noch hinter uns was? Nur der Fahrstuhl, okay. So. Ich schätze mal, jetzt müssen wir Billy suchen. Ja, und da liegt noch eine Flasche. Die werde ich auch bloß kurz mal... Moment mal. Ja, lass die mal hier stehen. Haben wir hier jetzt irgendeinen Schaltkasten? Nee, können wir nicht anklicken. Oh, schon wieder Kräuter. Kann ich leider auch nicht mitnehmen. Ich werde es aber anklicken, damit ich weiß, dass hier noch welche liegen. Entschuldigung. So. Dann hatte ich jetzt zweimal das gleiche aufgehoben. Na, jetzt auf jeden Fall nicht. So, jetzt blinken sie auch beide. Dann gehen wir mal hier durch. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, alter Schwede. Oh, der explodiert. Oh ja, bis hier hinten. Geht's denn noch? Schon wieder eine Rückentüte gekriegt. Moment, 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 Moment. Aber ich glaube, dass wir nämlich hier noch ein paar Mal lang müssen. Und... Gibt's doch gar nicht. So, was haben wir hier hinten? Moment mal, ich gehe noch mal kurz. Wenn ich mich recht erinnere, war die eh hier kaputt oder so, ne? Hat keinen Griff. In der Tür ist ein rechteckiges... Ja. Okay. Dann müssen wir hier rein. Ja, ja, ja. Ja, der steht da bestimmt nochmal auf. Da liegt schon wieder eine Flasche. Aber ich habe nirgendwo einen Benzinkanister gesehen. Na, stehst du nochmal auf? Nee, steht da doch nicht. Ah, hier ist eine Karte. Sehr schön. Ja, und hier haben wir jetzt die Gegenstände, die wir schon liegen lassen haben. Karte mitgenommen. So, jetzt versuche ich mal. Fast sind fast alle leer. Ja, aber hier ist doch Mitch Rebecca. Ich sehe dort, dass da eine. Muss ich denn wirklich hier komplett? Ja, jetzt hat sie sie. Ja, nehme ich aber nicht mit. Ich wollte nur, dass sie markiert ist. Ich spiele jetzt hier gleich eine Runde Billard. Boah, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Seht ihr das da links? Da habe ich mich selber gespiegelt. Ist hier nichts? Können wir hier zocken? Am Spielautomaten? Flipperautomat haben sie noch nie gesehen. Leider ist er kaputt. Ja, klar.
Leider ist er nun mal kaputt. Wieso kann ich hier nicht hinter der Bar gehen? Okay, gehen wir erstmal hier runter. Was ist das hier? Da oben blinkt's doch. Ach, ich erinnere mich. Ja, das war auch wieder so ein... da brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel. Genau. Ein Schlüssel. Nee, Quatsch. Kein Schlüssel. Oder? Hier fehlte, glaube ich, die Batterie. Ja, Batterie fehlte hier. Und dann konnte man dann... aber ich brauche hier Billy zu. Na gut, das später dazu. Hä, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier ist doch bloß die eine Tür. Und hier sind noch Kräuter. Die kann ich jetzt mal mitnehmen. So. Die kann ich auch gleich mischen. Kombinieren. Ja. Die Frage ist jetzt, wo soll ich denn jetzt... Oder bin ich von hier hinten gekommen? Nein, von hier bin ich nicht gekommen. Ach, Moment mal. Nee. Von hier bin ich doch gekommen. Klar, hier von der Treppe. Ja. Dann müssen wir da natürlich durch die Tür hier. So. Ja, da liegt Schrot für Billy. Die kann er sich nachher aufheben. Was haben wir hier? Ach, hier ist das mit dem Schieber. Ja, da brauchen wir auch Billy für. Da ist so, ich kann ja mal hier hochgehen kurz. Hier seht ihr. Und zwar müssen wir jetzt, die drei Holzkisten müssen da hinten an der Wand, wo die Ene schon steht, die müssen da hin. Und, ja. Genau. Und dazu brauchen wir Billy, um auf der anderen Seite zu kommen, um das, Dings-Drehrad da zu kriegen. Also gehe ich jetzt erstmal hier raus. Sind schon wieder diese Schleimdinger. Ist ja eklig. Schnell durch hier, bevor sie mich anlutschen. Na? Ah, ich dachte schon. Katzim. Da liegt er ja, der Hühnerschlingel. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? Der muss bestimmt stinken, wenn er in der Brühe da rumgeschwommen ist. Also ich will damit sagen, das Wasser sah nicht gerade sauber aus. Ui. What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Tja, der Billy. Der gute Billy hat ja noch, ja, hier gab es auch nicht unten. Da durch die Tür sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Oder war es die? Ja, hier könnte man, glaube ich, noch runtergehen, ne? Oder? Nee. Ich gucke mal, war es die gewesen? Sie ist von der anderen Seite. Ja, nee, die war es nicht. Okay. Ja, Billy hat auch keinen Platz mehr, ne? Dann gibt er mal das Rebecca hier.
ist aber auch blöd. Nein, lassen wir erstmal. Einer muss ja noch das Rädchen da nehmen. Okay, machen wir. Fangen wir erstmal mit dem Schieberätsel an. Muss ich bloß mal überlegen. Wieder Glitchy-Eier. Alle zermanschen. Ah ja, richtig, Billy. Dreht sie alle platt. So. Jetzt wechsle ich mal kurz auf Rebecca. Okay. Sie muss hier stehen. Die Kiste stört. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das nochmal war. Die da. Ja, genau. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder wie. Ich will aber die Schrot mitnehmen. Rebecca muss darüber laufen, dann muss sie eben ein Heildings hier lassen. Egal. Ich weiß nicht, ob er, was willst du denn bei ihr? Hier kann man runtergehen. So. Also jetzt muss ich mal überlegen. Wir sind jetzt, also die muss dahin. Dann muss die darüber. Das wird nicht einfach, weil Moment mal, wenn ich die jetzt da hinschiebe und nee, kann ich ja nicht, weil die muss da stehen bleiben. Also muss die schwarze nach da ganz hinten. Genau. Ja, tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal. Nein, Billy, hochklettern. Ey! Kletter doch hier auf die verdammte Kiste. Jetzt verspreche ich mich noch hier. So. Was hatte ich jetzt gesagt? Die muss. Ja, die muss hier rüber. Erstmal. So, warte mal, dann gehen wir hier rauf. Ich weiß es nicht, ob sie das jetzt schon macht. Rebecca. Steuerung, bla bla bla. Voll? Was heißt denn voll? Machen wir nach rechts. Ah ja, war auch schon richtig. Okay. So, jetzt, nee, Rebecca, bleib mal hier. Wechseln auf Billy. Jetzt schieben wir die Kiste ganz nach hinten. Ganz nach hinten. So, dann gehen wir hier hoch, hier runter, und jetzt darfst du schieben. Oh Rook. So, aber wie es weitergeht, na gut, die schiebe ich noch an, dann mache ich einen Schnitt. So, die hier ran. Sehr schön. So, jetzt laufen wir nochmal zurück. Warte mal, kann ich die schon jetzt hier so rüberschieben? Nee, ich glaube, ich muss die noch ein kleines Stück nach vorne schieben. Ja, genau. Mach jetzt aber hier einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.